So, moin und herzlich willkommen zu diesem Talk. Einige werden sich fragen, ist heute am 13.01. ein bisschen falsch aufgestanden am Schwarzen Freitag, dem 13. Freitag, den 13. Nee, bin ich nicht. Ich habe mir Gedanken gemacht, das ist schon länger her und so. Und ich habe jetzt auch beschlossen, eine Karriere zu streichen. Viele können sich schon denken, welche es sein wird, nämlich die Athletic Bilbao-Karriere. Sie macht mir einfach nicht so viel Spaß mehr auf YouTube und so. Also ich finde irgendwie, auf YouTube passt das gerade nicht mit der Karriere. Deshalb würde ich die streichen aktuell, mehr die 1860-Karriere bringen und die Athletic Bilbao-Karriere im Stream bringen. Also schreibt es rein, ob ihr das möchtet oder ob man die ganz streichen soll. Schreibt es rein. Wie gesagt, im Moment bin ich irgendwie erst die spanische Liga. Das bockt im Moment bei mir gar nicht aktuell. Keine Ahnung wieso. Ich weiß selbst nicht. Also keine Ahnung. Auch bei euch kommt es auch anders an. Das merkt man auch. Auch 30% weniger schauen die Athletic Bilbao-Karriere wie die 1860-Karriere, da merkt man es auch. Und außerdem gibt es noch eine Änderung, nämlich auch, ich werde bei Foot-Videos sehr viel ändern, nämlich ich werde die Videos schneiden. Ich habe schon vorgehabt, ich weiß nicht, ob ich es durchziehen werde und ob es euch so besser gefällt oder anders. Schreibt es euch gerne rein, ob ihr es eher geschnitten haben möchtet oder ob ihr es so lassen wollt, schreibt es euch rein. Sondern ich mache es so, wie ihr das am besten findet. Soll ja für euch am besten zum Anschauen sein. Und wie gesagt, ist halt ein bisschen mehr Arbeit halt bei Ihnen, wie zu schneiden. Wie gesagt, dann würden halt die Athletic, also jetzt sag ich jetzt schon, fange ich wieder mit der Karriere an. Nee, dann würden halt die ganzen Marvel-Mor-Serien und die Player-Tests, sowie auch eine andere Serie, die ich jetzt bringen möchte, da würde ich aber noch nichts verraten davon, die möchte ich dann schneiden. Wie gesagt, die Back-Openings und so werden weiterhin nicht geschnitten, außer ich mache mal ein riesen Back-Opening, wo ich 5000 Backs habe, das was sonst ein paar Stunden dauern würde. Das würde ich vielleicht schneiden, aber sonst auch nichts bei Back-Opening schneiden. Draft, falls ich die Draft-Serie wieder starten werde, die werde ich dann, wenn im Jänner, also wenn Ende Jänner, Anfang Februar wieder starten, habe ich im Moment habe ich auch nicht so viel Bock auf Draft. Aktuell, also nicht irrsinnig viel. Und mal schauen, was das sonst noch bringt. Wie gesagt, Karriere möchte ich aber wieder eine bringen. Dann ab Mitte Februar, Anfang März, da werde ich wieder eine Karriere starten. Eine andere Karriere, wo ich vielleicht mehr Bock habe drauf. Ich bin noch am Überlegen, welche das sein wird. Aber da habe ich mir schon, also ich bin schon eher fortgeschritten, aber ich möchte euch noch nichts verraten drüber. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem, was ich euch so sagen wollte. Wegen Veränderungen auf dem YouTube-Kanal, wie gesagt, auch noch eine kleine Werbung für mich. Heute gibt es wieder einen Twitch-Stream. Einige wissen es ja schon, die dabei waren beim letzten Mal. 17 Uhr heute wird Weekend League gespielt. Wir spielen heute ein paar Stündchen Weekend League. Spielen auch noch Pro Clubs höchstwahrscheinlich und vielleicht auch noch GTA. Mal schauen, wie ich mit GTA zurande komme. Mal schauen, was wir dann alles machen werden. Aber voraussichtlich am meisten Weekend League. Ein paar Freundschaftsspiele, also ein paar Follow Games zur Eingewöhnung. Also könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, und was ist eigentlich mit dem Talk? Ich möchte euch nicht zu lange auf die Folge auf die Schulter spannen mehr. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, euer Dani.